Dankeschön, das Bernstein-Trio der Schule für Musik und Darstellende Kunst aus Gaggenau. Allegro Poco Moderato. Und ich darf heute Abend Ihr Moderator sein. Gaggenau ist seit 100 Jahren Stadt. In Gaggenau zu leben ist eigentlich ein Geschenk für alle Gäste. Die Menschheit hatte gerade den Ersten Weltkrieg hinter sich, als in Gaggenau ein Mann antrat, der als erster hauptamtlicher Bürgermeister vor Ort Stadtgeschichte schreiben sollte. Die Rede ist hier von August Schneider, der ab 1990 die Geschichte Gaggenaus lenkte. Da war Bürgermeister Schneider der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat sich gut vorbereitet auf diesen heutigen Abend. Viel Spaß, gute Unterhaltung, herzlich willkommen, Gutzi Heil! Natürlich die Stadtrechte am 15. September 1922 verliehen wurden, oder Herr Floß? 15. September, es ist praktisch taggenau, vor 100 Jahren, taggenau, heute die 100-jährige Jubiläumsfeier. Taggenau, ich komm aus dir, taggenau, ich hänge dir. Ein ganz großer Applaus für das Lebenswerk von Peter Götzmann. Deine jüngste und begeisterte Schülerin hat sich was ausgedacht und das trifft es genau auf den Punkt. Ehre, wem Ehre gebührt. Und deswegen verleiht sie dir jetzt ganz offiziell hier den Ehrenlobier des Schlagzeugs. Ich möchte mich anschließen an den Dank. Ich stehe hier im Namen von allen Schülerinnen und Schülern und von allen Eltern. Lieber Herr Götzmann, der Herr Floris hat es schon gesagt, es ist schlimm, dass Sie gehen. Aber Sie haben uns einen reichen Schatz hinterlassen. Gentlemen will walk. Ooh.
der Königin der Nacht lebte der Vogelfänger Papageno. Ein lustiger Geselle, der fast so aussah wie ein Vogel. Glühwürmchen. Boah, wo so viele Leute wohnen, sagt Herr Dachs, da ist es bestimmt wunderschön. Warum das denn? Fragt Rakete. Naja, antwortet Herr Dachs, weswegen sollten die vielen Leute sonst dort wohnen? Überhaupt nicht an. Das ist der längste Bart der Welt. Das kann schon sein. Das ist gut. Da freue ich mich aber schon drauf auf deinen Kunden. Okay? Aber ein Zauberer hat noch längeren Bart. Ja, genau. Aber er wird nie so lange wie Rapunzels Haar. Wir machen heute Hosensackbüchlein. Das finden wir. Und jetzt zeige ich, demonstriere ich, wie ein Buch zusammengebaut wird. Das Buch rein in die Presse. Meine neue Mitarbeiterin, ehrenamtlich, macht jetzt zu. Und das kleine Mädel erzeigt jetzt eine Tonne Druck über die Spindelpresse auf das Buch. The day is dawning on a Texas Sunday morning. Damals war hier noch der Salamander, hat dort seine Werkstatt gehabt, also hier wurden Schuhen fabriziert. Dort konnte man durchfahren, auch da war die Polizei auch mal zeitlang. Spielwarenfritz kennt jeder und auch viele wissen vorne noch die Eisdiele. Sie fanden den Weg in das Glück nicht gleich, Fernando, Alfredo und José. Der Mann, der junge Mann mit der Mütze, oder, ja, kommst du nach vorne? Du? Kannst du einen Witz erzählen für die Waffe? Oh,
sugar bar. Yeah, yeah, yeah. I wanna bless my soul, what's wrong with me? I met you like you're back in on the 43. My friend said I met you all. Menschen mit Wurzeln aus Bosnien werden wir heute zuhören, mit Wurzeln aus Syrien, aus Polen, der Türkei, aus Kroatien und solchen, deren Urgroßeltern schon hier in Gaggenau gelebt haben. Marina, 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 du bist ja die Schönste der Welt, wunderbares Mädchen. Singen Sie nachher kräftig mit. Die Musik ist die eine Sache und der Text ist der andere. Und der ist von zwei Original-Gaggenauern, nämlich Tina und Michael Wessel, haben ihn für dieses Stadtjubiläum extra gedichtet. Und dieses Lied ist damit 2 Jahre älter als die Stadt, in der wir uns gerade befinden. Auf den Tag genau.